Vlogs sind zurück. Das Konzept von ich habe keine Zeit stört mich. Ich habe keine Zeit ist eine Aussage, die ich persönlich relativ häufig treffe. Und meistens würde ich auch sagen, stimmt das Ganze. Und dennoch habe ich immer das Gefühl, eigentlich hätte ich doch Zeit für die Nummer. Mir kann keiner erzählen, dass er zum Beispiel keinen Sport macht aus zeitlichen Gründen. Ich habe das oft versucht, mir einzureden, aber letzten Endes ist es überhaupt kein Problem, sich irgendwie am Abend, am Morgen, was auch immer mal, 20 Minuten Zeit zu nehmen. Wofür ich in letzter Zeit keine Zeit hatte, sind Vlogs. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gab einfach wenig zu erzählen. Es war einfach viel Arbeit. Ich war viel hier und habe einfach geschnitten und gearbeitet und das ist relativ uninteressant. Unsere Mavic hat es mittlerweile in die Reparatur geschafft und ist jetzt wieder da. Und da heute die Sonne scheint. Wir haben Musikvideos im Wald gedreht. Wir haben Musikvideos im Studio gedreht. Wir haben Konzerte gedreht. Wir haben andere Projekte geschnitten. Wir haben geschnitten. Na, ist klar. Komm rein. Mach auf. Komm rein. Weil du der Größte bist. Sag das nochmal bitte. Nee. Wir haben mittlerweile noch den Fabi abgeholt. Bitte? Ich habe mit der Kamera geredet. Kannst du gleich auch nochmal fliegen? Nee. Da, ich meine, das ist eigentlich ziemlich analog, wie ich dich sonst auch immer sehe. Genau so. Genau sehe ich auch immer. So fühle ich mich immer. POV vom Chris. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Drohnenpilot. Es ist übrigens heute der erste Tag, an dem man ohne Winterjacke nach draußen gehen kann. Das wird morgen auch schon wieder vorbei sein. Aber immerhin. Der Ausflug mit Chris hat mich zum Beispiel 3 Stunden gekostet. Letzten Endes sind es 3 Stunden, die mir an diesem Tag fehlen. Für einen vermeintlich kleinen Drohnenausflug. Was das letzten Endes nämlich tatsächlich heißt, wenn ich sage, keine Zeit, ich habe nicht genug Zeit. Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es komplett machen. Was dementsprechend in letzter Zeit viel zu kurz gekommen ist, meiner Meinung nach, sind die Vlogs. Obwohl ich nach wie vor mega Bock drauf habe. Ich habe aber das Gefühl, keine Zeit dafür zu haben, mich wirklich auf die Vlogs zu konzentrieren. Da es letzten Endes mein persönliches Ziel ist, diese Vlogs auch mit einem gewissen Inhalt zu füllen. Und ich habe gefühlt einfach nicht genug Zeit, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, mir Themen zu überlegen, mir Shots zu überlegen, diese Shots auch zu machen. Wenn es also irgendwas gibt, was du sagst, das muss mehr passieren, wieder mehr solche Vlogs oder mehr Reviews oder mehr das. Oder irgendwelche Fragen, um die ich mich vielleicht kümmern könnte, raus damit ab in die Kommentare. Und ich verspreche, ich werde mir die Zeit dafür nehmen.